Liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, Damen und Herren, das ist eine Original-Imaginarium-Produktion. Wenn Sie unser Video möcht, bitte helft uns, wieder zu machen, indem Sie abonniert. Bitte gebt uns ein Like, abonniert Sie und teilt Sie die Videos. Es dauert viele Stunden, die Geschichten abzunehmen und die Fotos zu machen und zu bearbeiten. Bloß mit Abonnenten und mit Likes könnt wir den Kanal wachsen lassen. Dankeschön, dass Sie unseren Kanal kickt. Georg Droste, Ottchen Aldach, erste Bog, Kapitel 3. Dat wär an Mandagmorgen. Antchen stund achtern in der Waschküken an Waschtrauch. Großmutter hantierte in der großen Kammern und magte de Betten. In diese Kammern, die so ein Betten düster wär, stunden zwei rote, zwei Slebern Betten und Ottchen sine Wegen. Großmutter plächte, dat bin Bettenmarken so inzurichten, dat se de Kussens und Bettstucken von dat eine Bette erst ob dat andere lei, denn obschutte und zurechtkloppte und denn wedder oblei. Just so magte sie dat auch hüte. Decken, Pöhl, Kopfkussens und dat zware Unterbette lei sie ob de andere Bettste, schutte, kloppte, streck und wischte und woll just wieder anfangen, dat Bette obtoleng. Als so'n dächten Wind über den Diek weide, so dat de Pappelbaum bannig an to Brusen fang und dat Lütje Kammerfinster mit n duchtigen Klaps to weide. Dobby, wären denn auch so ein paar halfdrüge Blätter von den Baum aufweit und wären just in Ottchen sien Wegen und unter dat Verdeck flogen. Sachte dreht Großmutter an de Wegen, um de ollen Blätter von dat Kind raftonnehmen. Se krieg aber einen bannigen Prall und wuss gar nicht, wat se to sehen krieg, als de Wegen ledig wär. Se ha doch glaubt, dass der Lütje in der Wägen legen und sleep. Antchen stund und wusch, aber wo mocht dat Kind denn sehen? Die ole Frau tret nur o de Kammern und gung neischierig in de andere, wo se sulben sleep, aber auch da wär kein Ottchen to sehen. Nu gung se nah er Tochter und Frau so betten angstig, sech mal, Antchen, wo hast du denn den Jungladen? Antchen lachte so ein bisschen knäppsch und antwortete, hast den denn noch nicht gefunden, Mutter? Ich woll die all sagen, du schaust bisschen sachte sehen, dat he recht lange sluppt und us nicht bitte Arbeit abholt. Och, he wär aber auch so möhe. Und da hef ich em Mann so ob mein Bette lecht, will de wegen. »Allmächtiger Gott«, schreite der ole Frau und lebt mit'n gräsiget Gejuch nach de Kammern. »Antchen, beste Antchen, hölp doch, och, och, ich hab jo de ganzen Betten, ob dat arme Kind packt.« Dat wär aber auch de allerhöchste Tiet. Nicht in halbe Minute ha dat länger waren drauft. Wild ha Antchen des waren Bettstuckens gegen de Wennesmetten, als wenn dat Puppenspelltüch wär. Nur ha se er Kind an sich retten, wat deib in dat andere Bedderin sagt wär. Ottchen verscheude nich, hey wär dunkelbrun, ha'n blauen Schien ins Gesicht und wär över und över natt von Kohlen zweit. Mutter, dat eine Wort, stotte Antchen ut. Einen einzigen gräsigen Blick smelze er Muttertau, aber da legt die ganze furchtbare Vertwiebelung von einer gequälte Mutterseele in.
und da trob der olle Frau Dabe entharte. Sei, sagte ob dat Bette doll und lei beide Hände vor dat Gesicht. Eine Stunde wär vergorn. Mutter, beste Mutter, so komm doch Todi, kiek Mutter, hier is he jo, hier ob dienen schaut und empfällt ja gar nix mehr, beste Mutter, to, so verhol di doch. Tschä, mit der ole Gode, ehrbare und gewetenhafte Großmutter Aldachs, wär aber noch lange nix antaufangen. De Qualen, der er de Vorwurf eurer Ehre, sluffern heut morgen, druckten er bannig doll. Sei slot sich mehrere Tage in er Lütje Kammern in und woll nicht eten und nicht trinken, blot, wenn sei glaubte, dat Anchen da nicht säg, denn släg sei sich heimlich an de Wegen, hutjete mit dat Kind rum und wehnte em dat Lütje Gesicht nat. Ob die letzte kämen aber der resoluten und deftigen Nabaschen, mal achter er, to bustern und setten er mal ordentlich den Kopf torrecht. Dat wär'n Schanne wert, dat sei sich da so umha, dat ha in düstern kaum man jed einen passieren konnt. Und de Pussmeier schon meinte, de Bengel, der wär ob so ne Art doch nicht Doto kriegen. Dat wär nun mal ein richtigen Sonntagskind und den kann nix wat anheppen. Och, och, wingerte aber Großmutter, wenn dat Kind der meine Schuld war, toast dort wär, oh, ich wär gewiss und wahrhaftig wär's rangarn. Ich glaub auch, der Jung kommt doch noch mal über Ex von der Welt, dat schuld sie sehen und beleben. Der letzten Strahlen von der Augustsonne schienen in dat Blättergrün von den ohlen Pappelbaum. Sei tanzten und spälten hin und her in dat Twiechwachs, und dat flimmerte und flierte as Gold und Silber und dat Leid, as wenn darin ganzen Regenbogen dör dat Bläderwerk trock. Unnen an den mächtigen Stamm aber stund n holten Wegen, und zwei grote, klare, blaue Augen keken da verwundert ruht in der bunte Zauberwelt der Borben. Nu reckten sich zwei pralle Arms von de Wegendecken hoch, und ein paar lütje Henne gräben in der Luft. Se wollen wohl den bunten Bogfink rieben, de da ob den unnersten Tölgen seht, und mit sien frischen Slach den Lütchenmann obweckt ha, de da in der Wegen leich. Da schüttelte sich sachte der ole Baum und lädt ein paar blanke grüne Blätter ob der Wegendecken fallen. De Lütchen Henne gräben donner und spälten mit de Bläder. Auch der ole Frau, de da Dunebi in den Lehnstall säht und strickte, wär'n paar in den Schot fallen. Er muß wohl dabei wat infallen. Dat wären ja de sulbigen Bläder, de de Wind kortens in dat Kammerfenster weit ha. Se wischte sich wat ute Augen und streckte dann weg und sachte mit ihrer welke Hand dat Kind über dat frische Gesicht. Ottchen aber lachte er tau, keek wedder in dem Baum und körde den sachte vor sich hin. So ein Drehfer Dickkoppen huppten ob Äste und Twiege, keken vom Baum ganz nippe in de Wegen und reiben sich ein anderen tau. Chip, 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 wat dat da gehört? O Sonntagskind, wo söd dat lacht? Wie heft wohl sehn, wie heft wohl hört? De Pappelbaum holt trau hier wacht.